Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Deutschmann und ich. Heute wollte ich mal meine Motorsäge und die Motorsägenkiste vorstellen. Würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was da so drin ist. So, dann gucken wir uns die Kiste einfach mal an. Also hier ist einfach der Verschluss mit einem Klappspind und dem Riegel, und dann kann man die aufmachen. So, dann gucken wir jetzt mal, was drin ist. So, ich habe mir jetzt mal das Kopfband aufgesetzt. Ich hoffe, man sieht alles. Dann erkläre ich mal so ein bisschen die Kiste. Also erstmal steht ja hier die Motorsäge. Hier steht mein Kanister und das Kettensägenöl. Dann habe ich hier, ich hoffe, man sieht das. Ich kann jetzt natürlich nicht runter gucken, weil dann bewegt die Kamera. Habe ich hier die Feile, den Sägenschlüssel, Kreide, einen Schraubendreher und noch so Kleinigkeiten. Kann man auch hier noch Ersatzketten reinlegen. Hier drüben ist noch ein Halter, wie ihr seht. Der ist gedacht, um hier noch mal eine Axt reinzulegen, um die mitzunehmen. Hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier sind zwei Reißzwecken. Das dient dafür, wie wir immer im Wald waren, um den, die Bescheinigung, dass wir dort Holz machen, hier reinzuhängen. Damit der Förster, wenn er ankommt, weiß, wir dürfen hier Holz machen. Dann hat mein Opa hier noch dran geschrieben, oder mein Vater, welche Kettenglieder. Das war für die alte. Hier war vorher eine 119er Silvester drin. Dafür hat er die Kiste auch gebaut. Das ist jetzt die 112er. Die passt ja auch gerade so rein. Ich muss das Schwert immer ganz zurückdrehen, damit die genau hier reinpasst. Die steht auch recht fest hier drin. Hier unten seht ihr vielleicht noch ein so ein Flacheisen bzw. so ein Blech. Das ist hier hinten auch nochmal. Das war dafür da, um die Kiste am Trecker damals festzuschrauben an unserem IAC. Jetzt haben wir das aber benutzt, um das hinten an dem Brückewagen festzuschrauben. Aber meistens sind wir dann immer in den Wald gefahren, haben das hinten auf den Anhänger nur so, die Kiste so auf den Anhänger gestellt und mit dem Spanngurt festgemacht. Ja, ist eine Holzkiste einfach nur. Hält auch eigentlich den Regen sehr gut ab. Hier durch die Kante geht das relativ. Hier ist ein Fangband dran, damit der Deckel nicht nach hinten umfällt. Und mehr ist das eigentlich gar nicht. Würde ich sagen, stelle ich die Kiste mal runter und hole die Kettensäge raus und dann zeige ich mal ein bisschen die Kettensäge. So, dann zeige ich mal so ein bisschen die Säge ganz grob. Ja, ist eine Sachsen-Dolmer 112 Silverstar. Ist im Prinzip baugleich mit der normalen 112er, die orange ist. Das hier ist auch eigentlich dieselbe Säge, sie ist nur silbern. Wollte man einfach an den Hobbysäger oder Privatkunden, wie auch immer, ein bisschen näher rangehen, sag ich mal. Die ist so die Hobbysäge, aber im Prinzip denke ich mal baugleich mit der anderen. Was da genau die Unterschiede sind, weiß ich auch nicht. Im Prinzip ist sie aber baugleich oder ist baugleich. Sie ist darunter sogar orange. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich so umdrehe. Also Trieb dieselbe Säge, nur silber lackiert und vielleicht denke ich mal das ein oder andere Teil ein bisschen günstiger verarbeitet. Das hier ist Plastik zum Beispiel. Das war, soweit ich weiß, beim unserer 119 oder habe ich da noch liegen, war der Deckel aus Alu zum Beispiel, obwohl wir auch eine Silvester hatten. Ja, kläre ich mal so ein bisschen die Säge. Ich hoffe, man erkennt das alles. Hier ist Start-Stopp. Hier der Choke. Hier kann man dann den Gas arretieren auf glaube Halbgas ist das, damit zum Starten Gas da ist. So geht er dann wieder raus und man muss beide drücken, damit das damit man nicht aus dem Gas geben kann. Ja, hier der Starter, also Starterseil, Kettenbremse, die Tankdeckel für Benzin und Öl. Hier drunter ist der Luftfilter und der Vergaser. Ich mache gleich mal auf. Hier haben wir das Schwert. Das ist ein Original Sachs-Dolmer Schwert. Gehört aber allerdings nicht zu der Säge. Das war das Schwert von unserer 119er. Das habe ich da jetzt drauf gemacht, weil das Schwert, was hier drauf war, war, naja, sagen wir mal, komplett zerstört. Das werde ich dann nochmal in der Folge Neuigkeiten zeigen, denke ich mal.
Das stört mich auch hier, die Einstellung von der Seite. Weil viele Sägen haben das von hier durch den Deckel. Ich finde, das hier an der Seite stört ein bisschen mit dem Kettenschlüssel. Deswegen nehme ich dafür meistens immer einen Schraubendreher. Dann eiert man hier nicht so in der Schraube rum, weil der deutlich schmaler ist als der Kettensägenschlüssel. Ich spanne das jetzt nochmal ein bisschen. Ja, eine neue Baumkralle habe ich dran gemacht, weil die fehlte. Das ist eine gebrauchte, zu der Säge eine originale. Habe ich mir auf eBay gekauft, die fehlte nämlich. Ja, wie gesagt, das Schwert, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein 45er Schwert. Ja, war vorher auf der 119er, sieht auch noch recht gut aus, weil das Schwert nicht lange gebraucht worden ist. Das, was hier drauf war, war hin, da war hier was ausgebrochen und schief eingelaufen und die Kette war, glaube, katastrophal runter. Da waren noch so Zähne drauf, die hatten 3 mm und Zähne drauf, die hatten noch 5 mm und welche, die hatten 6 mm. Also eigentlich sollten die Zähne immer alle gleich sein. Wenn man die Kette feilt, muss man sich immer nach dem kürzesten Zahn richten. Sonst funktioniert das nicht. So. Deswegen, die Kette ist auch neu. Die habe ich jetzt erst einmal gefeilt. Die lag Jahre im Schrank. Die wurde noch zu D-Mark-Preisen gekauft. Und dann lag die im Schrank. Also, wer die Videos gesehen hat, hat auch gesehen, die hat gut geschnitten. Die beiden. Ich lasse den Deckel mal drauf. Könnte jetzt mal kurz starten, spanne ich mal kurz die Kette. Ich weiß noch nicht, nur immer hier ein bisschen hochdrücken. Dann spannen. Ich schaue nur mal, ob sie jetzt auch startet. Denn sie steht jetzt schon wieder ein bisschen lange. Also die wird auch mit 1 zu 25 betankt. Also Benzin-Öl-Gemisch. Ist gut. Ich starte sie jetzt mal. Wahrscheinlich wird sie jetzt nicht beim ersten Versuch anspringen. Vorführeffekt. Oh, doch. Na, bist du auf Start? Ja, steht auf Start. Ich hoffe, man sieht was. Oh, doch, sie gibt Lebenszeichen. Also laufen tut sie. Läuft auch sehr gut. Am Vergaser zum Beispiel habe ich nichts eingestellt, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie lediglich nur gereinigt und den Benzinschlauch erneuert, denn der war komplett aufgelöst. Habe Schwert und Kette getauscht. Also hier ist auch ein längeres Schwert jetzt drauf, vorher war dann ein kürzeres drauf, weil das ist das Schwert von 119er. Ich muss mal gucken, jetzt nächstes Jahr in der Buche, wie es sich dann schlägt, weil die Kettensäge hat halt nur 3 PS und 50 Kubik. Oder was heißt nur? Da muss ich gucken, ob die mit dem Schwert klarkommt. Ja, hier die Kettenbremse, war auch alles sehr dreckig. Ist immer noch ein bisschen, ich habe die noch nicht ganz sauber. Ja, ist noch made in West Germany, also schon ein bisschen älter. Er hat sogar auch eine einstellbare Ölpumpe. Wie man sieht, bei mir ist immer alles sauber, wenn ich es wegräume. Sägen mache ich grundsätzlich nach jedem Benutzen sauber, damit erst gar keine Späne oder irgendwas da verharzt. Hier sitzt die Fliehkraftkupplung drauf. Mit der Kettenbremse, mit der Glocke und dem Ritzel. Muss ich nochmal überlegen, ob ich das Ritzel nochmal tausche. Noch geht es, aber wird vielleicht auch irgendwann fällig sein. Also die Säge war eigentlich vom Zustand her richtig, richtig katastrophal. Die war richtig dreckig. Hier sitzt teilweise immer noch der Dreck drin. Ja, der Aufkleber hier geht leider ab. Ich glaube, den werde ich auch mal abziehen und neu holen.
Denn die Aufkleber gibt es neue. Und dann ist das wieder schick. Vielleicht nochmal hier ein paar neue Bolzen und Muttern, weil die sind auch schon ziemlich vernudelt. So sieht die Säge eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht den Auspuff werde ich auch nochmal neu mit Hitzeschutzlack lackieren. Der geht ja noch relativ, also ist noch nicht so schlimm. Die Säge ist eigentlich so vom technischen, optischen Zustand sehr gut. Ich habe den Vergaser mal abgenommen und habe reingeschaut. Also wunderte mich, dass innen drin der Kolben noch so gut aussah und alles. Also keine Riefen drin, gar nichts. Ja. Ich weiß noch nicht, was er da für Sprit gefahren ist und für Öl, weil das Öl war richtig klebrig. Also klar, das ist Haftöl, aber das war so klebrig. Da kam erstmal gar nichts raus am Anfang. Da war auch nur so noch ein bisschen drin. Und ich habe die laufen lassen am Anfang. Bisschen Sprit reingemacht. Oh, die hat schwarz gequalmt aus dem Auspuff. Also richtig Ölkohle geschmissen aus dem Auspuff. Hier war alles schwarz, der ganze Deckel. Ach, wollte ich gar nicht so anziehen. Ich pack die ja eh gleich wieder weg. War richtig schwarz. Also es war richtig ekelhaft. Nehmen wir die Vergaserhaube ab. Das sind eigentlich diese drei Schrauben hier. Also ich weiß, bei unserer 119er war das hier geteilt. Da konnte man das mit dieser Schraube extra abnehmen. Ich weiß nicht, warum die hier einen ganzen Deckel hat. Denn ich habe das jetzt bei einem in der Facebook-Gruppe gesehen, in der Dolman-Gruppe. Der hatte auch oben einen getrennten Deckel. Und ich kenne das auch nur so eigentlich. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier einen ganzen hat. Dann habe ich jetzt auf eBay Kleinanzeigen noch eine 112er gefunden, sogar in einem besseren Zustand noch. Ich dachte, die hier wäre schon richtig schick, weil hier ist ja eigentlich nichts dran. Hier vorne hat sie nur einen kleinen Ausbruch im Gehäuse, da fehlt ein Stück. Und der Aufkleber löst sich halt ab. Sonst ist sie eigentlich vollständig, das Gummi fehlt noch seitlich im Deckel. Wo man die Einstellschrauben sieht für den Vergaser, aber sonst ist sie eigentlich vollständig. Ja, dann war der Tankstutzen oben, wo der Filter dran geht und der Benzinschlauch rauskommt in den Vergaser, war ja, hielt nicht mehr, da waren die Nasen weggebrochen. Den habe ich wieder reingemacht. So dass man immer, wenn man die Säge zur Seite gedreht hat, die Motorsäge ausgelaufen ist. Ja, so sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Der Luftfilter auch. Da könnte ich auch mal einen neuen bestellen. Den habe ich jetzt nur ausgepustet. Ja, ich kenne das wie gesagt sonst nur mit der getrennten Haube. Zündkerze werde ich auch nochmal neu machen. Ich weiß nicht, wie alt die schon ist. Die sah noch sehr gut aus vom Kerzenbild. Habe ich nur gereinigt. Aber sonst ist die Säge eigentlich sehr schick und auch sehr zuverlässig. Aber es ist halt eine Dolma. Also ich finde, ich bin nicht so der Fan von Stielsägen. Ich bin mehr so der Dolma-Fan. Kommt aber vielleicht, weil wir damals einfach einen hatten. Das weiß ich nicht. Also hier der Griff ist auch noch sehr schön. Da keine Kratzer drin, keine Macken, nichts abgeribbelt. Also die scheint nicht viel gemacht zu haben und hatte auch keine Pflege. Also die war so verharzt und verpiekt, da ging gar nichts. Kettenbremse ging nicht raus, geschweige denn rein. Die Kette ließ sich nicht mehr bewegen, die war komplett zugeharzt, aber die war eh für einen Schrott. Die ganze Starter hier, der Lüfter war alles voll mit Dreck. Der ganze Handgriff, die Schale hier war voll. Der ganze Gasgriff innen drin war voller Späne und Dreck. Innen drin der Luftfilter war komplett zu. Der Benzinschlauch hatte sich aufgelöst. Der war wie Popel, sag ich mal, wie Rotze. Der war richtig schmierig, den konnte man auseinanderdrücken. Dann war dieser Stutzen vom Tank oben rausgefallen. Dann lief sie ständig aus. Ja, also die war richtig katastrophal. Dann habe ich die jetzt erstmal gereinigt, gewartet. Und halt die Baumkralle fehlte. Man musste immer gegen das Gehäuse hebeln. Das mag ich überhaupt nicht. Ich will ja, dass sie in ein paar Jahren immer noch genauso aussieht. Ich hoffe mal, dass ich die. Nehmen wir jetzt mal einen Schrauben drin. Ich hoffe mal, dass ich die nächstes Jahr dann, dass ihr die dann im Einsatz seht. Dann werde ich mir die GoPro an den Helm machen. Und dann könnt ihr mal zugucken, wie ich schneide mit der. Ich hatte ja schon zwei Videos gemacht. Einmal, wo ich sie gekauft habe
wo ich diesen Fichtenbalken geschnitten hatte und dann nochmal in der Kastanie, als ich das Holz geschnitten habe. Ich hatte bis jetzt noch nicht, dass sie nicht angesprungen ist. Ich finde bei den Dolmas immer schön, die sind halt richtig so ein Fichtenmoppet, wie man sagt, so ein halber Trecker finde ich eigentlich immer, weil die laufen auch im sehr untertourigen Bereich sehr gut. Ja, also die Hülle war auch nicht dabei. Das ist auch noch die alte von unserem 119er. Ist übrigens auch mal rot gemacht worden von meinem Opa, weil im Wald findet man die nicht wieder. Obwohl ich sagen muss, auch eine rote Hülle kann man mal übersehen. Ja, hier tropft schon Öl raus. Von der Kette. Also ölen tut die gut. Sollte auch nicht zu viel ölen. Aber das passt schon immer, wenn der Tank alle ist, also Sprit alle ist, ist noch ein bisschen Öl drin. So soll das auch sein. Es kommt halt immer auf die Kettenlänge an und was man schneidet. Deswegen, Gott sei Dank, hat die ja eine einstellbare Ölpumpe. Also kann man das ein bisschen variieren. Ja, sonst läuft sie wie gesagt ganz gut, ist auch alles dicht. Sie hält auch den Druck, wenn man vorzieht, dann kann man nicht gleich durchziehen, sondern man merkt, die pfeift langsam ab. Also ist noch Gegendruck da, auch im Kurbelgehäuse, die Wellenlichtringe sind noch heile. Wundert mich eigentlich bei dem Alter, aber die muss scheinbar, keine Ahnung, nicht viel gemacht haben. Ich denke mal, hart werden die sein. Nach dem Alter, aber dicht sind sie. Ja, laufen tut die vernünftig, also werde ich da auch nicht rangehen, weil never touch a running system. Ja. Das war es eigentlich schon so zu der Säge. Wie gesagt, ich werde dann nochmal ein Video machen, wenn ich schneide. Werde mir die GoPro an den Helm machen oder mal an die Säge. Muss ich mal schauen, wie das geht mit den Vibrationen. Und dann werden wir mal ein bisschen schneiden. Aber ich denke mal, das wird nächstes Jahr irgendwann kommen. Weil ich habe da ja noch ein bisschen Kastanie, das ich noch wegschneiden will. Jetzt wird es natürlich allmählich kalt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das dieses Jahr noch mache. Ansonsten kommt das nächstes Jahr im Frühjahr und dann werden wir das auch noch ein bisschen spalten. Das war so Abfallholz, sage ich mal, was ich bekommen habe. Und das würde ich gerne noch aufarbeiten zum Brennholz. Und dafür ist die Säge eigentlich ganz gut. Und wir werden nächstes Jahr auch, denke ich mal, wieder Holz schneiden. Da wird die, denke ich mal, auch zum Einsatz kommen. Und dann werdet ihr auch die Sägen von meinem Vater sehen. Aber das ist meine erste eigene Säge. Die Kiste ist ja, wie gesagt, von meinem Opa. Die hat mein Vater mir jetzt überlassen. Da standen so seine Sägen drin. Er hat seine anderen beiden Sägen in eine Kiste getan. Und ich wollte die gerne wieder in der dazugehörigen Kiste haben, weil mein Opa ja für so eine Säge die extra gebaut hatte. Und da würde ich die gerne drin haben, weil ich wollte mir nicht noch eine Kiste bauen, weil drei Motorsägenkisten ist dann auch blöd. Und so geht das eigentlich. Von diesen Plastikkoffern bin ich überhaupt gar kein Freund. Ich habe das gerne alles in einer Kiste. Und so schwer ist die nun wirklich nicht. Also man kann die auch locker alleine hierher tragen. Trotz Kanistern und allem. Ich habe immer gerne alles zusammen ordentlich dabei. Da liegen auch noch ein Pinsel drin, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und eine Feile für die Kette, damit man meinem Wald nachfeilen kann. Wo ich das meistens eh nie mache. Ich habe meistens immer eine zweite und eine Drittkette dabei. Wenn sie stumpf ist, schmeiße ich sie runter, mache eine neue drauf. Mache sie dann zu Hause in Ruhe scharf. Weil keine Lust, die irgendwo einen Stamm festzusetzen, dann nachzufeilen oder mir irgendwie eine Vorrichtung zu bauen. Dann lieber kurz die Kette gewechselt, neue Kette drauf und dann geht's weiter. Ja, das war's mit dem Video der Kettensäge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.